Dritte Version der dritten Kata, Hisagi, Knieschnitt. Sie lässt dich leben, geht zurück in Wakikamai. So, wir haben jetzt drei Versionen für dieses Ende. Die erste ist, ich gehe rechts vor, gehe selber hinten in Wakikamai und dann versuche ich ihr den Hals abzuschlagen. Das heißt, hier hin. Was kann sie da machen, um ihren Kopf zu retten? Sie macht Folgendes. Sie taucht nach unten ab. Schneidet mir Gyaku Kesagiri hier durch. Eine super Stellung, sieht auch attraktiv aus. Gibt es in keiner japanischen Form. Ja? Also, eine wirklich schöne Version. Wichtig ist Folgendes. Ihr müsst von da aus runter. Ihr müsst den Kopf wirklich wegbringen. Denn wenn ich schneide, ja, sie muss runterkommen, da, sie geht runter, ja, ich schneide ungefähr hier, ich kann auch nicht mehr wesentlich abgehen. Und dann muss sie von unten hochgehen. Passt auf, macht es nicht mit scharfen Schwertern, ja, und mit Stahlschwertern auch Vorsicht, selbst mit Bocken kann es Verletzungen geben. Seid vorsichtig einfach, übt es gut. Wichtiger Punkt ist wieder Timing, ja, ihr dürft nicht zu früh runtergehen, sondern erst, wenn das Schwert angesiegelt kommt. Ja? Erste Version, mach's nochmal so. Solo-Version, logisch, ist das gleiche. Könnt ihr auch bei uns nachgucken, in den anderen Darstellungen. Chibori, Chinobui, ja, Schwert putzen. Auch da haben wir sehr schöne Darstellungen in unseren Solo-Kata-Videos, die wir sowieso schon drinstehen haben bei YouTube. Dann haben wir, weil wir diese Version aus dem Wakikamai so interessant fanden, haben wir gedacht, da könnten wir noch mehr Enden machen. Also jetzt nicht von hier, sondern von hier, von Joda. Ich komme an, sie macht Ushinagashi und im Abtauchen macht sie Kesagiri. Ja, wir können es auch mal so zeigen. Ich komme an. Ja, ich bin der Tote. Wichtig ist, sie macht Kesagiri und sie verstärkt ihren Schnitt durch meinen Hals, indem sie mit dem Körper runtergeht. Ja? Dann haben wir noch eine dritte Version, bei der ihr, wenn ihr Stahlschwerter benutzt, noch mehr aufpassen müsst, da kann es Verletzungen geben. Ich greife sie an und während ich hochgehe, geht sie in meine Arme. Ja? Sie schneidet hier rein und ist aber gleichzeitig, guckt es euch an, sie ist aus meiner Schnittlinie raus. Das ist sehr wichtig. Ja? Sie muss ausweichen. Ja? Ich komme an, geht in meine Arme rein. Wenn sie, das ist wieder eine Frage des Timings. Je schneller sie vorgeht, ich mache es jetzt mal langsam, desto mehr erwischt sie mich nach oben. Hier. Ja? Ich bin oben, dann dreht sie und in diesem Fall taucht sie nicht ab, sie köpft mich in. Ja, fehlen mir die Arme, es fehlt mir der Kopf, fehlt mir. Also nichts mehr mit Fernsehen heute Abend. Ja? Okay. Diese Version könnt ihr ja auch in unseren anderen Ronin-Videos sehen, wir haben das ja alles als Solo-Partner und Schneideform mit dem scharfen Schwert habe ich hier eingestellt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Eine der interessantesten Kata, die es so auf dem Markt gibt.